Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht muss das so sein? Sieht irgendwie komisch aus, oder? Also jetzt habe ich offensichtlich das Boot erwischt. Wie erwische ich jetzt meinen Soldaten wieder? Wir sind Hubschrauber. Okay, also. Hier kann man offensichtlich das mit M gedrückt. Da konnte ich mich noch dran erinnern. Können wir hier wieder zum... Okay, kommen wir nicht zurück. Zum Boot? Zu den Seawolves? Warum? Also irgendwie ist das vielleicht in den Cheat-Modus oder so, dass man halt irgendwo hin transportiert wird? Oder... Busch? Er sagt ja jetzt auch on water. Und man bewegt sich ja hier auch. Okay, und es ist wieder abgestürzt. Also ich glaube nicht, dass es, dass das so gewollt war. Da werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich starte mal gerade neu. Gut, versuchen wir es nochmal. Hier rechts habt ihr gesehen, kann man auch das Datum, ich wollte schon was sagen, Uhrzeit umstellen. Und ich dachte, man könnte hier auch den Missionstyp umstellen. Das ist vielleicht nicht so. Vielleicht hängt der aber an dem Datum dran. Weil das hier, soweit ich mich erinnere, Missionen sind, die man in der Kampagne auch nochmal spielt. So, hier sieht man das nochmal genau. First Objective, Ambush, Boat, Extraction, Boat, Tide not available, Enemy Strength is heavy. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mal so richtig, was man macht. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, in der ich vorausversucht habe, was ich falsch gemacht habe. Escape to skip. Okay, okay, okay. So, jetzt M. Hier sehen wir jetzt unser Seal-Team. Wir sehen hier die Objectives und wenn ich jetzt rauszoome, sieht man die hier auch. Kann ich hier scrollen? Ich glaube, man konnte hier nämlich nicht, genau, man konnte hier nicht den Bildschirmausschnitt verändern. Ups, rechte Maustaste geht nämlich raus. So, und jetzt kann ich aber hier zum Beispiel den Seal-Team sagen, welche Formation. Machen wir Wedge. Jetzt gibt es hier den Befehl. Wie kann ich denn jetzt hier sagen? Okay, das sind die Soldaten. Team Orders. In Field of Fire. Fire at Target, Fire at Will, Cheese Fire. Vielleicht gibt es auch noch ein Update. Ich muss mal gucken, ob es eine abgedatete Version gibt. Join, Split, Alt, Search. Was ist jetzt Search? Ah, dann durchsuchen sie das Gebiet. Secure, okay. Alt. Wenn ich jetzt nach vorne drücke. Ach ja, genau, dann bewegt man hier. Daran erinnere ich mich auch noch. Okay, dann. So, während die Kollegen gehen, gehe jetzt mal hier ein bisschen durch den Dschungel. Kollision, okay. Kollisionsabfrage ist etwas zickig. Da ist doch noch gar nichts. Oh. Da geht's schon los. Man sieht. Moment, worauf? Under fire. Cheese fire. Okay, da muss ich wirklich noch. Ich meine, es war F1. Es ist hier die komplett falsche Ansicht. So, kann ich jetzt. Wir werden von hier beschossen. Helikopter. Extract Leute.
Hier hin bitte. We're on our way. Jetzt kommen die, genau. Single, Semi-Automatic, Full-Automatic. Mit R lädt man nicht nach. Okay. Die räumen da auf. Okay. Kümmern wir uns mal um. Target. Da vorne. Oder hier. Aber irgendwie... Ah. Ah, jetzt bin ich suppressed. Jetzt weg da vorne. Die Hütte hat's zerlegt schon. Okay, das war's nicht. Das war Leertaste. Kann ich jetzt hier sehen? Nee. Helikopter. We're on our way. Unterstützung. So. Ihr seht schon, ich rede nicht so viel, weil ich mich versuche zu konzentrieren. Ohne zu wissen, welche Tasten man drücken muss. Okay, das ist richtig scheiße. Okay. Warum bin ich denn jetzt aufgestanden? Offensichtlich lädt er von alleine nach. Ah, prone. Ah, crouch prone. Okay, das war 1 und 2. Oh. Point man is dead. Sicher? Kann ich jetzt wechseln? Nee, ne? Ich glaube, ich kann jetzt nicht zu einem anderen gehen. Wie man sieht hier. Extraction. Ja. Okay, gut zu wissen. Ich würde sagen, ich mache gleich an dieser Stelle nochmal Pause und suche mal eine Zusammenfassung der Shortkeys. Um überhaupt zu wissen, was man da machen kann. Okay, aber wir haben schon ein bisschen aufgeräumt, ne? Ein paar Hütten brennen. War jetzt nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte, zugegeben. Da war ich schon mal besser. Mission Narrative. The primary ambush objective has not been accomplished. The mission lasted 6 minutes. Result, one enemy KIA. Einer nur, ein Feind erwischt. Ein Ziel getötet, zwei verwundet. Rounds fired, 326 Rounds. Rounds hit, 8. Okay. Aber das ist ja ganz cool. Sehr detaillierter Report. Ja, ich mache hier nochmal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Andere DOSBox-Version. Ich benutze ja normalerweise immer die DOSBox Community, Enhanced Community Edition. Und scheinbar bei der Enhanced Community Edition geht diese First-Person-Ansicht nicht. Was komisch ist, ne? Wie auch immer. Ist jetzt so, ich benutze die normale, hat jetzt keinen großen Effekt auf das Gameplay, hat andere Scaler und so, aber auf euch sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Wobei, wenn ich hier gerade rüber gucke, das sieht ganz schön klein aus. Moment, das gehört sich so nicht. Ach, professionell. So, wie gesagt, das mit den Scalern ist jetzt anders, aber dafür funktioniert es. Und ihr seht, prone, crouch, upright. Okay, das wissen wir schon mal. H ist anhalten. D ist Diamond.
Also für die Diamond-Position. Enter is fire gun. Okay, das eckige Klammer. Ich habe hier die deutsche. Deutsche Tastatur. Normalerweise kann ich jetzt hier durch Tools schalten. Aha, da kann ich. Okay. Ah, hier kann ich aufstehen und hier runter. Das ist einmal Stern und Bindestrich. Okay. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Genau, Search hatten wir schon. Ich dachte eventuell. Ah, okay. Home und End und Build Up und Build Down sind auch irgendwie Bewegungstasten. Okay, das hätten wir. Ah, hier sehe ich das auch. Medical Kit. Habe ich da jetzt irgendwas? Ich glaube, ich habe nichts geändert. Das ist das Boot, Helis. Okay. Gehen wir mal wieder zurück und versuchen jetzt mal uns langsam unserem Ziel zu nähern. Und ihr habt auch schon festgestellt, hier ist halt in dem Hut nicht so wirklich viel. Ich meine im Handbuch, Moment, ich mache noch mal eine Pause. So, da bin ich wieder. Ich habe die Musik ausgemacht, weil ich finde, ja, irgendwie passt das nicht. Das ist von George Singer, aka Fat Man, der auch den Wing Commander Soundtrack und der auch bei Strike Commander mitgemacht hat, der ganz viele Sachen gemacht hat und der eigentlich richtig coole Musik macht. Und ich finde die Musik hier auch cool, aber irgendwie passt die nicht zum Thema. So. Gehe ich hier mal mit Minus. Ich dachte, ich könnte mit Minus hier raus. Eben konnte ich es, glaube ich. Ja, ist auch egal. Also hier ist ein Ambush. Aber vermutlich, wenn wir hier sind. Ja. Wir wurden auf diesmal auf jeden Fall nicht von hier angegriffen. Das ist schon mal gut. Das ist, glaube ich, das Boot, was uns abholt. Distanzen und so ist richtig. Ich habe übrigens geguckt, ich finde kein Update. Also das ist bei Version 1.0 geblieben. Die Zeit läuft gar nicht weiter, oder? Ach doch, hier oben ist die Zeit. Was ist das denn hier unten? Ach, das ist Scale, steht ja dran. Hier sind die Waffen und ich glaube, die Magazine sind hier hinter. Man hat gar keine Secondaries, oder? What? Watch out for was? Oh. Okay, das ist ein Hooch. Auch ein Hooch. Also eine Hütte. Vietcong. Enemy sighted. Kann ich jetzt T drücken? Target. Okay, dann wird da drauf geschossen. Full Single. Schleichen hier mal so ein bisschen weiter in Deckung. Ich glaube, den hat es zerlegt. Nee, den hat es nicht zerlegt. Ich hole mal den die Helis. Wir gehen hier mal hinter den Baum. Ich dachte, man könnte auch Befehle geben in dieser Übersicht. Vielleicht muss ich dafür das Team splitten. Das weiß ich nicht mehr genau. Da vorne ist jetzt einer. Irgendwie konnte ich Granaten und so auswählen, aber. Oh, Point Man is dead. Das war's schon wieder. Ja, ist sehr, sehr tödlich. Und die Feinde schießen echt gut. Wobei, ach, hier sehe ich das gar nicht. Campaign endet. Wobei es auch so ist, dass es alles auf realistisch steht. Ne? Also, wenn ich die Kampagne dann. Vielleicht sollten wir gleich nochmal eine Kampagne anfangen, damit ihr seht, dass man das auch auf einfach stellen kann. Was ich erstmal machen würde zum Üben.
Die schießen jetzt das Boot. Also ich finde das schon ziemlich cool, diese ganze Simulation. Die ist schon nicht ohne. Zumindest fühlt sie sich nicht so ohne an. Ich habe immer noch Lightspeed im Hintergrund, wo ich am Anfang dachte, oh, das ist auch ganz gut, aber nee. Okay. Keinen Feind getroffen. Oder bestätigt getroffen. Okay. Gut. Ich würde jetzt aber sagen, ich mache hier nochmal einen Schnitt. Dann sind das nicht so lange Folgen. Am Anfang ist es wahrscheinlich eh nicht so interessant, mich da durchstolpern zu sehen. Eventuell gibt es ja dann später nochmal längere Folgen. In der nächsten Folge fange ich die Kampagne an und dann gucken wir, kann ich jetzt hier wieder Musik anschalten? Kann ich. Hier ist er nämlich ganz gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüss.